Schönen guten Morgen, Leute. Wir sind wieder da. Und zwar Inka. Ja. Und es geht immer noch drunter und drüber. Wir müssen immer noch, ja, so ziemlich alles, was da noch ist, in Schutt und Asche legen. Obwohl ist ja eigentlich schon alles in Schutt und Asche. Man sieht es ja schon. Aber wir haben nur die Hälfte erobert, wie man bei den letzten Videos sehen konnte. Und jetzt müssen wir den Rest noch nehmen. Also, die zweite Mission. Komm. Ich muss dazu sagen, die Entwickler, also Relic, hat sich ziemlich wenig Mühe gegeben bei der dritten Kampagne. Es gibt eigentlich nur wirklich gesehen, ja, nur fünf Missionen eigentlich. Und daraus haben sie halt neun gemacht. Muss schon sagen, ein bisschen enttäuscht hat mich das ein bisschen, dass es Call zum Beispiel dreimal gibt. Das ist ein bisschen ätzend, dass man dreimal immer dasselbe Gebiet nimmt. Oder auch zum Beispiel den Flugplatz zweimal oder auch den Hügel nochmal zweimal. Das sieht so ein bisschen aus, als ob die wenig Lust hatten, was Neues zu machen, oder, boah, nicht unbedingt wenig Lust, aber ob sie einfach nicht wollten. Sie einfach so gegenseitig gesagt haben, mach da, was du willst. So, auf jeden Fall, wir müssen vorrücken, wir müssen die einzelnen Punkte jetzt erobern. Jetzt haben wir auch alles aufgedeckt. Wir haben die Panzer, ja, wir haben die Panzerdoktrin. Je länger wir warten, desto mehr Zeit geben wir den Deutschen, um sich neu zu gruppieren. Jetzt regt der mich schon wieder auf. Den kann ich aber nicht einfach so losschicken. Brauche ich Pioniere und dafür habe ich genug Arbeitskraft. Also kann ich schon mal nicht weiter vorrücken, du Pisskopf. Ah, ja. Finde ich auch cool, dass meine Priests ganz am Anfang weggefahren sind. Das kann ich ja gar nicht leiden. Muss ich einfach mit Infanterie vorschicken. Wo die Infanterie schicke ich selten gerne vor, weil, naja, ne? Man weiß ja nicht, was das alles ist. Na, okay, ich kenne mich mit der Mission aber nicht mehr so gut aus. Vor allem, ich weiß gar nicht mehr, was man da machen muss. Fand ich jetzt nur die Punkte erobern oder kann da noch was? Also, ich glaube, danach kommt auf jeden Fall noch eine Mission, das weiß ich. Das war ja nochmal irgendwas mit Khan, das war halten. Kam deutscher Gegenangriff, müssen wir verteidigen. Kennt man ja auch von den Briten. Verteidigen können sie ja besser als angreifen. Jetzt mache ich mir den schönen Schluck. Da kann man Infanterie ja super angreifen. Da brauche ich die Viecher hier. Wen haben die erwischt? Dagen? Ja, das stimmt, der ist einer von dir gestorben. Ja, so ein bisschen Thema, die Deutschen graben sich ein, die greifen mich eher an. Mal gucken, was der Schluck wieder aushält, wenn ich den hinten angreife. Oh, wie er das bemerkt hat. Jetzt befahr mich nicht. Das gibt's im Blitzkrieg nämlich auch nicht mehr. Ja! Da kann ich ja gar nicht ausweichen. Unfaire Sack, ey. Umfahren ist ja bei denen ja nur berühren. Hey, ich will sie hier die beiden aus. Leck mich doch. Verpiss dich halt. Oh, meine Fresse. Also unlogisch, wenn, wenn man überfahren wird von einem Panzer, wo man ihn berührt hat. So, gucken wir uns den Punkt hier mal an. Der sieht nicht leer aus. Haha, wusste ich auch, dass da was ist. Auch ein Mörser. Beides ist kein Problem für unser Panzer. Sondern ein Gentruck. Also wenn wir unser... Ah, okay. Er ist der Mörser. Ja. Da kam irgendwas geschossen oder packt. Ah, hier ist die Bock. Ja, zeig ihn schön deinen Arsch. Zeig ihn immer schön deine verwundbare Seite. Das ist die dumme KI bei Nefios. Das haben sie auch in der Blitzkrieg-Mod-Version nicht richtig bearbeitet. Aber ich hoffe mal, dass die an dem Addon, was sie noch gerade rumschrauben, dass sie das da geändert bekommen.
Boah, das ist ja richtig nervend, ey. So, die sind weg. Aufstellung. Ihr sollt, ja, so ungefähr wieder auf 100. Dann erstmal das, erstmal die Küche killen. Sehr schön. Und jetzt das da oben. Und dann kann ich jetzt eigentlich mit dem Rest ankommen. Wenn sich der Mörser nicht verpisst hat, dann muss er nicht mehr viel sein. Zack, weg. Und... Ah, den ist aber nicht gekommen. Aber Junge. So, wenn die Pioniere noch den Churchill Crocodile hier machen, fällt mir auf, der hat irgendwo Minen gelegt, haben die erzählt. Ich bin zwar ein bisschen voreilig hineinmarschiert. Aber ich werde natürlich ein paar Minen suchen. Gut. Entschuldigung. Das muss auch irgendwann mal sein. So, nehmen wir den ersten Punkt hier mal ein. Der eigentlich nicht wichtig ist. Laut meinen Zielen. Ja, wie mache ich das? Die Brücken hier, schätze ich mal, sind alle voll vermint. Würde auch sonst keinen Sinn machen. Die Briten haben sie alle... Die Briten, ja klar. Die Brücken haben sie bestimmt alle voll vermint. Sonst würde ich ihnen das nicht glauben. So, jetzt hat er wenigstens was gegen Minen. Das heißt, den werde ich immer schön vorschicken. Und dann brauche ich ein paar Fireflies, damit ich noch was Feines habe, falls er mit ein paar Panzern ankommt. Irgendwo hier ist ein Stück abgehauen. Churchill AVRE einsatzbereit. Setzen Sie diesen schweren Panzer ein. Nein, den setze ich nicht ein. Den setze ich höchstens als Kanonenfutter ein. Als ob ich einen Avre benutze. Hallo, dann Reichweite ist so lausig wie Gewehrschützen mit ihren Gewehrgranaten. So ungefähr ist ja seine Reichweite. Super, die kann man gut einsetzen. Ich frage mich, welche Motivation die Briten den gebaut haben. Wir wollen auch so einen geilen Artilleriepanzer wie die Deutschen haben. Wir wollen auch eine Hummel haben. Ja, coole Hummel. Ja, und was soll ich mit dir? Ach komm, ich bin mal fies. Ich setze dich jetzt Aufklärer. Dafür kann man dich dann reinsetzen. Hältst du was aus? Pioniere bereit zum Abmarsch. Da haben wir schon wieder Mörser gehört. Stump. Okay, zeig mal wie. Ja, so fährt man in eine Gasse rein, rückwärts. Mach mal das Haus kalt. Vielleicht kannst du das. Häuser kalt machen kann er. Okay, das muss man ihn lassen. Da ist jetzt mein Aufräumfahrzeug. Auf in seine... Ah, okay, diese Minen. Jo, da kann er weiterfahren. Okay, hier habt ihr Minen gelegt. Das heißt, ich muss meinen Churchill vorschicken. Mein Freund, da kann man am besten direkt mal hier hin. Ja, ich glaube, die aktivieren sich von selber. So, haben wir hier noch zwei Fireflies. Die holen wir hier hin. Dann müssen wir hier noch reparieren. Ich hab Zeit. Sie sind jetzt Panzerkommandant. Wieso hatten die Briten nie welche? Ich habe mich, was hier das Bonusziel ist. Entweder alle Punkte besetzen oder irgendwas vernichten bestimmt. Ach, nimmst du die an, da war noch eine Mine. Ich glaube, du machst erstmal den Mörser da oben kalt. Du hast vielleicht liegen hier noch ein paar Minen. Das Haus habe ich bestimmt nicht vermint, mein Freund. Woran hapert es denn jetzt schon wieder? Hä? Was war da?
Egal, du sollst die Hauptstraße sauber machen, mein Freund. Klar, noch ein Mörser. Aber den räume ich gleich mit meiner Infanterie auf. So, ich repariere dich aber nur, weil der Motor im Arsch ist, mein Freund. Nur deswegen. Was? Wo hat der seinen Schaden her? Ja, den will ich doch gar nicht anwählen. Ja, sie lesen die Karte. Weil nichts anderes kannst, oder was? Mal geschaut, wo der ganze Motorschaden her hat. Hey, die Deutschen haben ja alles vollgepflastert mit ihren scheiß Mörsern. Ja, ruck mal vor und mach alle Minen unterwegs kalt. Ah, ein Scharfschütze. Das Geile ist, er tanzt direkt vor mir. Wo ey du? Warum ist noch ein Mörser? Direkt bitte killen. Jetzt so kurz gerade hier ein bisschen. Ah, nicht untypisch. Wie viele Mörser der hier hat, ey. So, ich werde jetzt hier gerade von zwei Scharfschützen angegriffen. Sehr gefährlich, muss man dazu sagen. So, ist ein anderer. Oh, ach nee, das ist eine Pack. Scheiße. Gut, das hat mich jetzt überrascht. Das sah so aus wie ein Scharfschütze. Dann bleibt lächer. Fuck. Ich hab mal Minenräumer verloren. Gut, dann benutze ich einen anderen Minenräumer. Ach, hier ist das Minenräumer. Minenauslöser höchstens. Fuck, jetzt hab ich vergessen, den Firefly zu reparieren. Ach so, deswegen kann ich nicht die beiden auf einmal wählen, weil es ein Kommandopanzer war. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Freundchen, reparier mal meinen Beschädigten. Was macht der Panzer 4 da? Will ich mit ihm meinen Havre anlegen? Ach nee, da ist die Pack. Den schaffst du wohl auch so. Was unlogisch ist, ich kann Infanterie umrotzen, aber eine Pack kann ich nicht umrotzen. Bei Blitzkrieg geht das. Ist cool. Freunde, ich weiß, warum ich nicht mag. Ich frage mich, wie stark du gegen Panzer bist. So aus Interesse. Hä? Oh fuck, der hat ja gar nicht viele Panzer. Avre, hilf mir. Fahr so nah ran, wie du kannst, damit du deine Waffe einsetzen kannst. Ich frage mich, wie viel Schaden das machen würde. Ja, Rami, Rami. Einsetzen! Einsetzen! Wow, kein Schaden! Ich bin begeistert. Okay, hat die noch nicht getroffen.